In Trojaner Mission 3 versteckt es uns auf die Osterinsel zu den Rapa Nui. Unser Ziel ist es, 150 Steine innerhalb von 90 Minuten zu sammeln, um diese dann gegen Nahrung einzutauschen. Was okay wäre, wenn diese Mission nicht schrecklich designt wäre, also bringen wir es hinter uns. Die Rapa Nui werden auf dieser Karte von den Mayas repräsentiert. Ihre Expansion wird im Osten durch Schlamm und im Süden durch dunkles Land begrenzt. Wenn wir das dunkle Land entfernen, erscheinen in dieser Ruine 100 Steine. Allerdings sind die Mayas feindlich eingestellt und werden uns daran hindern, ihnen zu helfen. Daher ist dieses Gimmick in der Praxis eher nutzlos. Im Norden finden wir einen Berg, wo wir unsere erste Steinmine errichten werden. Die zweite bis vierte wandert auf dem Berg im Nordosten. Im Westen gibt es einen dritten Berg, aber den werden wir nicht nutzen. Wir müssen nur zum Schluss hierhin expandieren, aber aus einem anderen Grund. Ich orientiere mich hier 1:1 an der Lösung, die Brain vor vielen Jahren entdeckt hat. Wir bauen nur ein paar Häuser, eine Brotproduktion und 4 Steinminen. Stellt einige eurer Staatssoldaten zu den beiden einsamen Steinminen, um den Sabo-Angriff abzuwehren. Und da die KI uns irgendwann angreifen will, expandieren wir soweit es geht nach Südwesten und lassen nur dort einen Turm stehen. Wenn wir Glück haben, ist der KI dieser Weg von vornherein zu weit, aber selbst wenn nicht, verschafft uns die Laufstrecke genug Zeit, um die Karte zu gewinnen. Wenn ihr nicht in die Situation kommen wollt, safe scammen zu müssen, stellt die Schwierigkeit besser auf leicht. Das hier ist leider eine von diesen Siedelmissionen, in denen eine normale Siedlung aufbauen zu wollen, die Siegchancen praktisch zerstört. Und generell habe ich so viele Fragen zu dieser Karte. I have several questions. Wieso müssen die Mayas mit uns verfeindet sein, obwohl wir ihnen helfen sollen? Selbst wenn sie uns misstrauen und wir deshalb nicht in ihre Siedlungen dürfen, heißt das nicht, dass sie uns angreifen müssen. Und das Gimmick mit dem dunklen Land wird auch nicht mal angedeutet. Man hätte hier eine Karte mit mehreren Sidequests stricken können, in denen die Trojaner den Rapa Nui ihr Wissen anbieten und dafür Nahrung erhalten. Vielleicht der Bau eines Astrolabiums, die Beseitigung des dunklen Lands, Steinlieferungen an den Marktplatz innerhalb der ersten 90 Minuten und so weiter. Stattdessen bekommen wir eine weitere Mission, die sich einfach nicht gut anfühlt.